Michael Preetz ist zurück. Er ist der neue starke Sportmann beim MSV Duisburg. Was für ein Comeback. Und das ist Daniel Ginzek, der neue Stürmer der Duisburger. Duisburg zu Gast auf Giesingshöhen bei 1860 München. Der neue Trainer Yannikis, der Grieche, soll es richten. Ginzek zunächst im Einsatz mit Tennisbällen, allerdings nur sehr viel mehr war von ihm in der ersten Halbzeit nicht zu sehen. Stattdessen die 60er mit Gutau. Gutau machte früh das 1:0. Die Befreiung für die Löwen, die letzten vier Spiele allesamt verloren hatten. Gutau mit einem Doppelmove da, klasse Abschluss, nicht ideal. Müller, der das kurze Eck nicht zubekommt. Also, ja, die Gis das erste Mal zufrieden, Daumen hoch, der neue 60er Coach. Und die Münchner machten erfolgreich weiter mit Schröter. Wunderbare Direktabnahme. Er war schon der Assistgeber beim ersten Tor. Jetzt nach der Flanke von Gutau und der Kopfballabwehr macht er das perfekt. 2:0 für die Löwen. Eine wunderbare Führung vor ausverkauftem Haus. 23 Punkte zu diesem Zeitpunkt. Das sind dann doch 7 mehr als beim MSV Duisburg. Die Löwen also klettern unten raus und machten weiter zu Beginn der zweiten Halbzeit mit Lackenbacher. Müller da und dann profitiert Schröter. Tunneltor, 3:0. Jetzt die Fäuste, jetzt der Tanz vom neuen Griechen auf der Bank bei den Münchner Löwen. Erst Müller klasse gegen Lackenbacher und dann aber der Tunneltreffer hinten drauf von Schröter. Sein zweites Tor also in dieser Partie. Insgesamt hat er jetzt 6-mal getroffen in dieser Saison in der dritten Liga. Nicht genug. Die Münchner wollten immer noch mehr, waren klar überlegen. Und Lackenbacher bisher nur ein Tor in dieser Saison. Und jetzt ein so wundervolles, großartiger Treffer. In der Vorbereitung hatte er schon getroffen. Doppelfaust vom neuen Griechen, weil Lackenbacher es so schön macht. Immer wieder schlechtes Defensivverhalten beim MSV Duisburg. Keine Nähe hier zu den Gegenspielern. Lackenbacher wird das Toreschießen leicht gemacht. Engin, ein weiterer Neuer, kam auch in die Mannschaft. Und auch Mai wurde eingewechselt. Der eigentliche Kapitän, der sich hier wehtat am rechten Knie, zeigte gleich an, dass da etwas Schlimmes passiert war. Musste runter, gute Besserung an dieser Stelle. Die Duisburger tauschten nochmal. Bekamen dann hinten raus die ein oder andere Möglichkeit. Und da ist Bakir, der gekommen war als Joker. Ergebnis Kosmetik. Das 1:4 aus Sicht des MSV Duisburg, der in der Woche gegen Halle wieder so ein wichtiges Spiel hat, da dann unbedingt punkten muss. In München war es viel zu wenig, auch wenn dieses Tor durchaus sehenswert war. 4:1 für die Münchner. Der Duisburger Coach Boris Schobers mit der Ansage an sein Team. Aber die half nichts hinten raus. Ja, die Ansprache war gar nicht so schwer. Also wie wir nach der 15 Minute verteidigt haben, das war teilweise dilettantisch und da habe ich gar kein Verständnis für. Wir befinden uns im Abstiegskampf. Wir wollen den Klassenerhalt schaffen. Und so wie wir heute verteidigt haben, das war nicht drittligawürdig. Ich glaube, es gibt nichts Besseres als Tore zu schießen, als Spiele zu gewinnen. Da bekommt man das Selbstvertrauen. Das kriegt man nicht durch Testspiele, sondern nur durch den Wettkampf hier jetzt in der Liga. Und da waren heute 4 Tore echt mal wichtig, um halt auch mal ein Ausrufezeichen zu setzen, wie du schon gesagt hast. Ne? Mega Auftritt also von 60 München auf Giesingshöhen. Das hat gepasst und das macht Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.